Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die freundliche Begrüßung, für die Einladung zu dieser Vorlesung. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine ganze Stunde ausschöpfen werde. Ich freue mich, wenn wir einfach genug Zeit auch für die Diskussion haben werden. Ich werde jetzt kurz meinen Bildschirm teilen, weil ich habe ein paar Folien vorbereitet, nicht allzu viel, um anhand von ein paar Grafiken auch meine Thesen zu untermauern. Kurzen Moment. Ich will nochmal, auch wenn das gerade schon alles erwähnt worden ist, zwei Sätze sagen zu Finanzwende. Nur eine kurze Korrektur. Ich habe bei Bündnis 90 Die Grünen keine Funktionen mehr. Ich bin auch nicht mehr Mitglied des Parteirates, sondern habe das alles abgegeben, um mich jetzt der parteiunabhängigen Initiative zu widmen. Ich bin praktisch nur noch Karteileiche bei den Grünen. Wir haben diese Bürgerbewegung gegründet, zum 10. Jahrestag der Lehman-Pleite, weil sich viele Menschen, die sich mit den Finanzmärkten beschäftigt haben, zum Anlass dieses 10. Jahrestages der Bankenkrise vom Herbst 2008 die Frage gestellt haben, ist es uns eigentlich gelungen, den Finanzsektor wieder in den Griff zu bekommen, ihn wieder in die Dienste der Gesellschaft zu stellen, so wie das 2008 ja von vielen angekündigt worden war, dass man das jetzt angehen will? Oder ist es eigentlich nicht gelungen? Und das Resümee aller Gründungsmitglieder, darunter Wissenschaftler, politische Akteure aus verschiedenen Parteien, Verbraucherschützer, Unternehmer, Anwälte, war, nein, es ist uns leider nicht gelungen. Es gab zwar viele gute Initiativen, aber letztlich ist das Finanzsystem seiner Eigenlogik weiter verpflichtet, in dem Sinn, dass es da mehr darum geht, Geld mit Geld zu verdienen, als wirklich die Dienstleistungen für die anderen Sektoren der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Ich sage das, weil das jetzt für die Bewertung, was passiert eigentlich gerade am Finanzmarkt, nicht unentscheidend ist, da diesen Rückblick zu machen. In der kurzen Einführung ist ja auch schon der Vergleich gezogen worden zur Bankenkrise 2008. Und das ist eine Frage, auf die ich gleich intensiver eingehen will. Ist das jetzt eigentlich etwas, was völlig unvorbereitet über die Finanzmärkte hineinbricht und die nur das Opfer sind der Lockdown-Maßnahmen? Oder gibt es da eigentlich eine inhärente Problematik, die jetzt sowieso in Kürze hervorgestochen wäre und sich gezeigt hätte? Ganz kurz noch zu unseren Zielen. Wir wollen Finanzkriminalität bekämpfen. Ich habe mich viel mit Cum-Ex beschäftigt und Anlagebetrugsfällen und meine, dass in diesem Bereich wesentlich mehr getan werden muss. Wir wollen ein stabiles Finanzsystem und umweltfreundliche Finanzmärkte. Wir wollen Verbrauchern und Anlegern zur Seite stehen, weil viel zu häufig schlechte Produkte verkauft werden. Wir wollen die strukturelle Benachteiligung einzelner Akteure angehen. Das gilt insbesondere für Menschen mit Schulden. Der Anteil der Menschen mit Überschuldung ist einfach sehr, sehr hoch. Und wir wollen ein Gegenpol zur Finanzmarktlobby sein. Aber genug der Vorrede. Jetzt zum Thema des heutigen Tages. Trifft eigentlich die Corona-Krise auf ein stabiles Finanzsystem? Was ist eigentlich ein stabiles Finanzsystem? Ach so, Entschuldigung, ich habe noch zwei Folien, um kurz zu zeigen, wie wir arbeiten. Das eine sind konkrete Kampagnen. Wir beschäftigen uns gerade mit den Staatshilfen und haben eben gezeigt, dass die Lufthansa in mehreren Steueroasen aktiv ist und sagen, es kann nicht sein, dass das Geld, was man den Unternehmen gibt, nachher in Schattenfinanzzentren wandert. Und ein anderes Beispiel unserer Arbeit, wir haben, das ist jetzt meine konzeptionelle Arbeit, nicht eine einzelne Kampagne, uns mit der Finanzaufsichtsbehörde beschäftigt und versucht, die mal zu bewerten, ob sie eigentlich eine gute Arbeit macht, ob sie aus den Fehlern von der Zeit vor 2008 gelernt hat. So, jetzt aber wirklich zu der Frage, wo stehen wir eigentlich? Und es ist ganz interessant, dass Anfang des Jahres es so eine Welle gab von Publikationen zum nächsten Crash. Und da kann man methodisch an vielen Stellen an diesen Publikationen Kritik üben. Die Frage, ob eigentlich das wirklich alles so zwangsläufig ist, wie es da dargestellt wird. Ob da nicht auch ein bisschen ein Geschäftsmodell dahinter steht, immer vom Crash zu rufen und nachher eigene Fonds im Angebot zu haben, die angeblich vor diesem Crash schützen. Trotzdem hatten viele dieser Publikationen einen Punkt, weil sie auf eine inhärente Instabilität des Finanzsektors hingewiesen haben, die da war. Und ich will an ein paar Beispielen zeigen, dass letztlich Corona nicht auf einen stabilen Finanzmarkt gestoßen ist, sondern an einen, wo es nicht viel brauchte, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen,
weil er eben labil aufgestellt ist. Ganz kurz eine Definition dazu. Ich beziehe mich auf eine Definition, die zunächst mal ganz einfach klingt, die die Federal Reserve, die US-Zentralbank, formuliert hat, wo sie sagt, ein stabiles Finanzsystem ist eins, was exogene Schocks von außen kommende Ereignisse abpuffern kann und zur Gesamtstabilisierung des Wirtschaftssystems beiträgt. Und ein instabiles Finanzsystem ist ein solches, wo, wenn externe Schocks eintreffen, diese noch verstärkt werden und es dann zusätzliche Probleme für Wirtschaft und Gesellschaft gibt, weil das Finanzsystem eben gerade nicht abpuffert, sondern eigentlich problemverstärkend tätig ist. Wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren und teilweise auch in den letzten Wochen ganz spezifisch passiert ist, dann will ich zum einen erstmal einen Blick auf den sogenannten Repo-Markt werfen. Der Repo-Markt ist praktisch ein Markt mit hoher Kurzfristaktivität, wo im Wesentlichen große Banken aktiv sind. Repurchase Agreements sind Vereinbarungen, in denen ein Wertpapier verkauft, aber dann auch sehr schnell wieder zurückgekauft wird. Deswegen Repurchase, wieder Rückkauf. Und das ist ein Mittel zur Liquiditätsversorgung zwischen den großen Institutionen am Finanzmarkt, das auch von den Zentralbanken intensiv zur Liquiditätsversorgung genutzt wird. Und was wir sehen können ist, dass es da relativ große Aktivitäten gab in der Finanzkrisenzeit 2008, 2009, davor immer mal wieder auch ein bisschen. Wir sehen nochmal eine Zuspitzung im Jahr 2000, eine Intervention der Zentralbank. Und ansonsten ist es aber eine relativ unspektakuläre Sache. Und wenn wir uns an den rechten Rand bewegen, ich hoffe, es ist sichtbar und jetzt nicht gerade, ach, es ist gerade abgeschnitten. Das ist ärgerlich. Das tut mir leid. Also, wenn wir jetzt den rechten Rand richtig sehen würden, der jetzt dummerweise hier in diesem Ansichtsmodus nicht mehr drauf ist, da habe ich in der letzten Durchsicht nicht aufgepasst, als ich kurzfristig hier die Technik ändern musste, dann würden Sie sehen, dass es hier zwei Ausschläge gibt. Der eine ist der große Ausschlag jetzt im März 2020, über den viel berichtet worden ist. Ein anderer ist einer im September 2019, über den weniger berichtet worden ist. Und schon im September 2019 haben die Zentralbanken zum ersten Mal eigentlich seit der Bankenkrise 2008, 2009 wieder am Repo-Markt intervenieren müssen, um die Liquidität zu sichern. Es ist also nicht so, dass im März 2020 zum ersten Mal wieder und jetzt ausgelöst durch die Lockdown-Maßnahmen eine solche Intervention nötig gewesen wäre, sondern das war schon im September 2019, weit bevor wir von dem Coronavirus zum ersten Mal gehört haben. Ich will einen zweiten Hinweis geben auf die Instabilität, die schon bestand, vor Corona gekommen ist. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Vermögenspreise entwickelt haben, also die Preise von Immobilien und Aktien, dann können wir sehen, dass es in den Jahren seit 2009 einen enormen Anstieg gegeben hat und die Vermögenspreise kontinuierlich schneller gewachsen sind als die Verbraucher- oder Produzentenpreise. Das kann man stark zurückführen auch auf die Zinssituation. Durch die niedrigen Zinsen lohnt es sich eben auch, Immobilien zu einem höheren Preis zu kaufen, weil man sich eben bei gleicher monatlicher Zahlung jetzt einen größeren Kredit leisten kann. Und weil das auch die Verkäufer von Immobilien wissen, steigen die Preise am Immobilienmarkt. Ähnliches beim Aktienmarkt, wo es immer so ist, Zinsen niedrig, Aktienpreise hoch. Und das hat natürlich eine Entwicklung geschaffen, wo die Frage, wie sind eigentlich die Preise an diesen Märkten, wie sind die Assetpreise, sehr stark von den Zinsen abhängt, weniger von den realwirtschaftlichen Entwicklungen und hier blasenartige Entwicklungen zu erkennen waren. Viele haben vielleicht noch im Ohr Warnungen der Bundesbank vor einer Immobilienpreisblase in deutschen Großstädten. Da gibt es, könnte man jetzt mehrere Untersuchungen zitieren,
die gerade München, Berlin, Frankfurt für besonders anfällig für einen Immobiliencrash halten. Überbewertungen von 25-30% waren die Schätzungen. Und auch der Aktienmarkt war nach den üblichen Kennziffern, die am Aktienmarkt angelegt werden, zum Beginn der Lockdown-Maßnahmen deutlich überbewertet, sodass eigentlich eine Korrektur nach der Erwartung vieler Marktakteure in einer gewissen Weise bevorstand. Und Corona mag da der Auslöser gewesen sein, aber auch deswegen ist der Preissturz so stark gewesen, weil es vorher eben eine starke Überbepreisung gegeben hat. Ein Markt, den ich auch in den Blick nehmen will, sind die Unternehmensanleihen. Es hat in den letzten Jahren einen enormen Anstieg an Kreditfinanzierung für Unternehmen gegeben, in den USA insbesondere. Ein sehr, sehr starker Auswuchs, der in einer OECD-Publikation vom Beginn des Jahres 2020 vor Corona zu massiven Warnungen geführt hat, dass es hier eine sehr, sehr große Schuldenentwicklung gegeben hat, die nicht nachhaltig ist. Und wenn Sie sich anschauen, welcher Teil sich am stärksten entwickelt hat, dann sind es eben gerade nicht die sehr gut bewerteten AAA-Papiere, wenn man jetzt mal Ratings ernst nimmt für den Moment. Und ich glaube, in diesem Bereich kann man es weitgehend tun. Das sind ja sehr einfach strukturierte Produkte, wo es eine große Expertise der Ratingagenturen tatsächlich gibt und die Interessenkonflikte nicht ganz so krass sind wie bei manchen anderen Finanzprodukten. Dann sieht man eben, die bestbewerteten Papiere sind etwa ähnlich gleich geblieben im Volumen. Sehr stark angewachsen sind gerade die Papiere im Bereich des BBB und damit eigentlich kurz bevor man in die problematischen Segmente geht. Es hat sich also nicht nur eine sehr große Menge an Unternehmensschulden aufgehäuft, an Anleihen, die ja bedient werden müssen von den Unternehmen, sondern auch die Qualität hat sich relativ verschlechtert, wenn man sich den gesamten Markt anguckt. Und wie gesagt, eine Warnung der OECD, also der Wirtschaftsorganisation der Industriestaaten, die in Paris sitzt, stammt von vor Corona. Das gilt nicht nur für Unternehmensanleihen in den USA, das gilt auch für Autokredite in den USA. Wenn wir also den Corporate-Bereich, den Unternehmensbereich weglassen und auf den Konsumentenbereich gehen, dann sehen wir Ähnliches bei den Autokrediten, wo es schon eine ganze Reihe von Haushalten in den USA vor Corona, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, nicht in der Lage waren, diese Kredite zu bedienen und die Ausfallraten stiegen. Die Studentenkredite in den USA sind ein Milliardenmarkt und haben es zu einer größeren Bedeutung im Vorwahlkampf der Demokratischen Partei bekommen, wo es eben hier Forderungen nach einem Schuldenerlass gab, weil viele Akademiker auch in ihrem Berufsleben nachher die Kredite kaum zurückzahlen können. Und wir sehen Ähnliches im Kreditkartenbereich. Und wenn wir das jetzt mal nicht auf Einzelmärkte in Einzelländer angucken. Und ich könnte da viele Beispiele nennen von Staatsschulden, die gewachsen sind schon vor Corona und Schuldenkrisen in Argentinien und im Libanon und in vielen anderen Ländern, die schon vor Corona für Diskussionen gesorgt haben oder konkrete Maßnahmen ausgelöst haben. Wir könnten uns die Entwicklung in China anschauen. Ja, wenn wir unter all das einen Schlussstrich machen und mal anschauen, wie hat sich eigentlich das Verhältnis von Verschuldung und GDP entwickelt, also dem Bruttoinlandsprodukt der Gesamtwirtschaftsleistung der Welt, dann stellen wir fest, dass seit der Bankenkrise 2008, 2009, hier ist es jetzt abgebildet ab 2012, das Verhältnis von Schulden zu Wirtschaftsleistung nochmal deutlich angestiegen ist und Anfang 2020 über 320% liegt. Das heißt, man bräuchte zum Abzahlen aller Schulden weltweit über 3 Jahre gesamtwirtschaftliche Leistung, die wir dann für nichts anderes ausgeben würden. Für mich war diese Größe immer der zentrale Indikator dafür, ob es eine Stabilität oder eine Instabilität gibt im Finanzmarkt. Und man kann sehen, wenn wir jetzt diese Kurve sozusagen weiter links schon beginnen lassen würden, dass es einen besonders starken Aufwuchs dieser Verschuldung in den 90er und ersten 2000er Jahren gab
Und das ist einer der zentralen Indikatoren, warum eine Finanzkrise wahrscheinlich geworden ist. Es gab dann in manchen Ländern eine gewisse Korrektur dieses Verhältnisses. Aber insgesamt ist nach der Bankenkrise diese Verschuldung weiter angestiegen. Man kannte es etwas vereinfachend, aber nicht falsch, auch so formulieren. Der Finanzmarkt ist seit der Bankenkrise weiter schneller gewachsen als die Realwirtschaft. Und das muss eigentlich irgendwann zu Schwierigkeiten führen, weil letztlich alle Kredite, alle Anleihen bedient werden müssen mit Zinszahlungen, die irgendwoher in der Realwirtschaft erwirtschaftet werden. Und deswegen ist das ein sehr relevanter Krisenindikator. Es ist interessant, sich mal anzuschauen, wie eine der wichtigen Faktoren der Bankenkrise von 2008 sich entwickelt hat, nämlich die Tatsache, dass wir sehr große Banken haben. Und ich will das beispielhaft darstellen für mehrere Punkte, auf die ich gleich noch eingehe, wie sich eigentlich erstaunlich wenig an den Geschäftsmodellen und den großen Problemfeldern geändert hat seit der Bankenkrise. Diese Grafik mag zunächst etwas verwirrend wirken. Was sie letztlich zeigt, ist, wie sich die großen Banken entwickelt haben. Und ja, es hat eine Veränderung in der Reihenfolge gegeben. Das sieht man daran, wie zum Beispiel eine UBS, die 2006 die größte Bank war, das ist diese grün-gräuliche Kurve, von Platz 1 auf Platz 25 dann runtergerutscht ist, während die chinesischen Banken extrem stark angestiegen sind. Summa summarum kann man aber sehen, dass die großen Banken heute mindestens so groß und teilweise größer sind als 2008. Ähnlich können wir sehen, dass das Geschäftsmodell der Ratingagenturen sich nicht geändert hat, aller Regulierung zum Trotz. Wir können sehen, dass die Interessenkonflikte und das Geschäftsmodell bei den Wirtschaftsprüfern sich nicht verändert hat. Wir können an vielen Stellen sehen, dass trotz enormer Regulierungsbemühungen, die Zehntausende von Seiten Gesetzestext und Verordnungstext umfassen, letztlich die zentralen Grundeigenschaften des Finanzsystems sich seit 2008 nicht verändert haben. Und es ist wenig plausibel, dass ein Finanzsystem, was weiter schneller wächst als die Realwirtschaft und was weiter die zentralen Charakteristika beibehält, die 2008 als Ursachen der Krise identifiziert worden sind, dann deutlich stabiler sein sollte als heute. Das gilt übrigens auch für eine ganz wichtige Größe, nämlich die Eigenkapitalausstattung der Banken. Sie haben vielleicht in den letzten Monaten gehört, die Banken sind wesentlich besser ausgestattet mit Eigenkapital, sie sind viel stabiler und sie können die Risiken, die es jetzt in der neuen Krisensituation gibt, gut abpuffern. Tatsache ist, dass es tatsächlich einen Zuwachs an Eigenkapital gegeben hat und viele Banken da sich enorm bemüht haben oder durch konkrete Maßnahmen und Auflagen der Europäischen Kommission im Rahmen von Rettungsprogrammen gezwungen wurden, viele Assets abzustoßen und durch den Kaufpreis, der dann einbehalten wurde, eben ihre Eigenkapitalbasis zu stärken. Das gilt zum Beispiel für die deutschen Landesbanken. Das kann man aber auch bei vielen anderen Instituten weltweit sehen. Wenn man jetzt aber mal nüchtern auf die Zahlen schaut, dann ist es wichtig, nicht nur zu schauen, ob sie sich etwas nach oben verändert haben, sondern auch, wo wir heute stehen. Und Tatsache ist, dass ein Institut wie die Deutsche Bank nach der risikogewichteten Eigenkapitalgröße 2019 eine Zahl von 13,5% vorweisen konnte. Die Zahl, die aber vergleichbar ist mit der Eigenkapitalausstattung, die wir normalerweise im Unternehmenssektor haben, ist eine andere Zahl, nämlich die 4,2%, die sogenannte Leverage Ratio. Ich übersetze das mit Schuldenbremse für Banken. Wenn man also so wie bei normalen Unternehmen, wie bei Siemens und der Bäckerei um die Ecke, die Schulden ins Verhältnis zur gesamten Bilanzsumme setzt, dann kommt man eben nur auf 4,2%. Der Bankensektor ist damit deutlich geringer kapitalisiert als der normale Unternehmenssektor, wo wir Eigenkapitalquoten von 20-30% in der Regel beobachten können. Damit ist es zwar so, dass
Institute, die vor der Finanzkrise nur eine Eigenkapitalausstattung von unter 3% hatten, natürlich jetzt wirklich sagen können, hey, wir haben das ja fast verdoppelt oder wir haben 50% mehr Eigenkapital oder so. Und die Aussagen, wir sind besser kapitalisiert als vor 12 Jahren, sind nicht falsch. Trotzdem sind natürlich 4,2% Eigenkapital finanziert und der Rest fremdfinanziert, eine insgesamt nach wie vor sehr wackelige Finanzierungsstruktur, wie wir sie mit Ausnahme der Versicherungsbranche in keinem anderen Sektor unserer Wirtschaft beobachten können. Man könnte es auch so ausdrücken, keine Bank würde einem Unternehmen, das so wenig Eigenkapital mitbringen würde, wie sie selbst einen Kredit geben. Und das zeigt ja die Absurdität der Situation. Wir hatten deswegen immer im Blick als Finanzwende bei unserer Gründung und auch in den letzten Jahren, dass sich eine neue Finanzkrise bald entwickeln könnte, nicht wissend, wie eigentlich sie genau aussehen würde, wo sie ihren Ausgangspunkt nehmen würde. Ich habe nie versucht, eine genaue Prognose zu machen, in welchem Jahr, ausgelöst durch welches Ereignis, genau was wackeln würde. Aber ich kann das sagen, weil das öffentlich dokumentierbar ist. Ich habe immer argumentiert, ich halte dieses System für instabil und rechne mit einem Wackeln in den nächsten Jahren. Und niemand konnte dieses Virus in dieser Form zu diesem Zeitpunkt genau vorhersehen. Trotzdem ist es so, dass man rechnen musste, dass das System nochmal wackeln kann. Es kommt jetzt für die Menschen in der Finanzbranche in einer gewissen Weise fast günstig, dass es diesmal mit einem Virus eindeutig einen externen Faktor gibt. Aber ich komme nochmal zurück auf die Definition der amerikanischen Zentralbank. Stabil wäre ein Finanzsystem, was solche Schocks abpuffern könnte. Tatsache ist, dass in dem Moment, wo die Nachricht, wie stark die Lockdown-Maßnahmen sind, sich verbreitet haben, im Finanzsystem sofort massive Interventionen der Zentralbank notwendig waren, um die Liquiditätssituation aufrechtzuerhalten. Wir haben es in dem März 2020 mit Eingriffen der Zentralbanken in historischer Größenordnung zu tun. Es sind gleichzeitig praktisch alle Assets weltweit im Preis gesunken, mit Ausnahme von genau einem Asset, nämlich Dollar in Cash. Alle anderen Währungen sind zurückgegangen zunächst und alle haben umgetauscht, sodass die Zentralbank der USA ein Programm wiederbelebt hat aus der Bankenkrise 2008, 2009, um Zentralbanken weltweit Dollarliquidität zur Verfügung zu stellen, um den weltweiten Dollarmarkt und damit eigentlich die Liquiditätszufuhr für den gesamten Finanzmarkt weltweit sicherzustellen. Dieses System ist eben offensichtlich nicht in der Lage, selber es abzupuffern. Viele Bankenvertreter sagen jetzt, ja, wir sind jetzt Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Ich halte das für sehr euphemistisch, wenn nicht falsch. Denn wenn man sich jetzt anschaut, wie man versucht hat, von Seiten der Bundesregierung Kredite an die Unternehmen zur Verfügung zu stellen, dann war die erste Idee, dass der Bund über eine Bürgschaft 80% des Risikos übernimmt, 20% die Hausbank. Das ist übrigens üblich, dass es in Deutschland so ein Zweistufensystem gibt, dass die KfW als Förderbank nicht selber mit den Unternehmen in Kontakt ist, sondern sozusagen es dann durchgereicht wird über die Hausbank an die Unternehmen, die Hausbank macht die konkrete Kreditprüfung und die Abwicklung, sodass der Staat mit einer relativ schlanken Struktur Förderung machen kann. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Banken nicht bereit oder nicht in der Lage waren, diese 20% des Risikos zu übernehmen, weil sie eben Angst um ihre eigenen Kreditbücher haben mussten, die in der letzten Zeit eben sowieso schon sehr stark aufgebläht worden sind. Und deswegen das Programm erst dann besser funktioniert hat, als der Bund 100% des Risikos übernommen hat. Sprich, letztlich die Aufgabe des Bankensystems in Deutschland beim Abpuffern der Corona-Problematik fast vollständig vom Steuerzahler übernommen worden ist und gerade nicht die Banken in der Lage waren, dieses abzupuffern. Ich habe hier nochmal nur ein Chart drauf, wo ich ein Projekt hinweisen will, was wir gestartet haben, schon vor Ausbruch der Krise, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie kann man eigentlich die nächste Krise nutzen, um die Wirtschaft sinnvoll umzubauen.
weil wir gesehen haben, dass es eben 2008, 2009 nicht gelungen ist, trotz der Erfahrung, dass die Finanzmärkte unser System an den Abgrund gebracht haben und enorme Maßnahmen erforderlich geworden sind. Allein in Deutschland haben wir netto mindestens 70 Milliarden Euro für die Rettung von Banken ausgegeben. Trotzdem ist eine wirkliche Systemtransformation beim Finanzsystem nicht gelungen. Ich sage das deshalb, weil es eben beides ausdrückt. Zum einen die Vorstellung, dass es instabil war am Finanzmarkt, ist nicht eine, die ich mir heute ausdenke, sondern ich habe sie genauso kommuniziert vor Corona. Und ich glaube, dass alles, was wir jetzt in dem Moment nach Auftreffen dieses Viruses, nach dem Lockdown sehen, genau das bestätigt. Ein krisenhaftes Finanzsystem, was letztlich seine Funktion, Risiken zu tragen, Risiken abzupuffern, die Realwirtschaft in guten und in schlechten Zeiten gut zu unterstützen, nicht wirklich wahrnimmt. Wir können das auch sehen an verschiedenen anderen Phänomenen. Da können wir nachher in der Diskussion noch drauf kommen, bei einzelnen Finanzprodukten, die jetzt in der Krise sich schlechter verhalten haben, als sie eigentlich hätten müssen, bei einzelnen Angeboten zur Finanzberatung und zum guten Anlagesystem, Stichwort Robo-Advisors, also mit Computern, wo einzelne sehr gut sich geschlagen haben, andere aber auch überhaupt nicht ihre Funktion ausgeübt haben. Wir können also die Schwäche auch in der Dienstleistung für den privaten Kunden sehen. Was ist meine Erklärung dafür, dass es eigentlich in den letzten Jahren trotz dieses enormen Einschnitts der Finanzkrise, wo Politikerinnen und Politiker aller Parteien eigentlich gesagt haben, am Finanzsystem muss sich was ändern. Vielleicht mit einer unterschiedlichen Tonlage, auf der Linksparteiseite vielleicht etwas stärker von Verstaatlichung die Rede, auf der Seite der FDP etwas stärker von Wiedereinführung von marktwirtschaftlichen Normen, Haftungsprinzipien. Aber eigentlich haben alle gesagt, aus dieser Krise muss man lernen. Und in der Tat sind viele gute Entwicklungen angestoßen worden in den Jahren 2008, 2009. Ich möchte erinnern an die Initiative zu einer Finanztransaktionssteuer, die den irrwitzigen Hochfrequenzhandel ausbremsen würde. Ich erinnere an eine Bankenkommission, die Europäische Kommission eingesetzt hat, um ein Trennbankensystem einzuführen. Das war der Vorschlag dann der Kommission, dass man Investmentbanking und Geschäftsbanken trennt. Ich erinnere an Diskussionen über eine europäische Ratingagentur oder tiefgreifende Reformen bei den Wirtschaftsprüfern. Viele von diesen Initiativen sind gestartet worden in der Zeit der unmittelbaren Erfahrung der Finanzkrise, also 2008, 2009. Und in dem Moment, wo dann die Gesetzgebungsvorschläge fertig waren oder man es hätte wirklich ins Gesetzblatt schreiben müssen, war aber die öffentliche Aufmerksamkeit schon wieder weg. Sie hatte sich zugewandt zur Euro-Krise, wo dann die Interpretation war, dass es im Wesentlichen ein Problem von Staatsschulden ist und nicht ein Problem der Instabilität des Finanzsektors. Sie hatte sich hingedreht zur Flüchtlingsproblematik, zum Klimaschutz, alles legitime Anliegen. Ich kritisiere das überhaupt nicht. Ich will bloß sagen, in dem Moment, wo die öffentliche Aufmerksamkeit sich vom Finanzmarktthema weggewendet hatte, ist es dann wieder das alte Kräftespiel gewesen von Experten, die untereinander diskutieren, und unter diesen Experten sind eben die größte Zahl von der Finanzbranche finanziert und haben Interesse, weiter gut Geld zu verdienen in diesem Markt, und nur wenige unabhängige Experten, die sich dafür einsetzen, dass es Stabilität gibt. Das heißt nicht, dass nicht manche Initiativen auch durchgekommen sind. Ich möchte da insbesondere nennen die Europäisierung der Bankenaufsicht, die dazu geführt hat, dass wir heute eben nicht mehr ein Ausspielen der nationalen Aufsichtsbehörden durch die Banken beobachten können bei den Großbanken, sondern es gibt eine zentrale europäische Aufsichtsbehörde angesiedelt bei der Europäischen Zentralbank, die Banken beaufsichtigt. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Und es gibt auch in den vielen tausend Seiten Gesetzgebung einzelne gute Punkte, die auch etwas verbessert haben. Aber wie man an den Grafiken vorher gesehen hat, ist eben die Gesamtentwicklung, dass dieser Finanzsektor schneller wächst als die reale Wirtschaft, was ja nur geht, wenn er sich auch ein Stück weit entkoppelt hat von der realen Wirtschaft. Diese grundsätzliche Fehlentwicklung ist nicht gestoppt worden. Und es wäre eine notwendige, transformative Antwort auf diese Krise, die wir jetzt erleben, wenn wir es endlich schaffen würden, diesen Sektor stabil, resilient zu machen, dass er Krisen abpuffern kann und nicht verschärft. Ich glaube, so viel
reicht es erstmal von meiner Seite als Input. Ich freue mich auf den Austausch und die Diskussion. Und wir können gerne bei den einzelnen Punkten gleich noch ins Detail gehen. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit.